Der Erste Weltkrieg, auch bekannt als der Große Krieg, hat den Lauf der Geschichte gewaltig verändert. Angeheizt durch komplexe Bündnisse und wachsende politische Spannungen eskalierte er zu einem globalen Konflikt, an dem Großmächte der ganzen Welt beteiligt waren. Doch neben den weithin bekannten Ereignissen dieser turbulenten Zeit gibt es auch interessante Aspekte und weniger bekannte Geschichten zu entdecken. Erforsche mit uns einige der Dinge, die niemand über den Ersten Weltkrieg weiß. Nummer 8. Das Verschwinden des russischen Bernsteinzimmers. Das Bernsteinzimmer, das achte Weltwunder und ein aufwendiges Meisterwerk, das einst den Katharinenpalast in Zaskoje-Selo in der Nähe von St. Petersburg schmückte, wurde aus Bernstein, Gold und Edelsteinen gefertigt. Seine großartige Kreativität und Pracht begeisterte jeden, der es sah. Doch in den Wirren der russischen Revolution und des Ersten Weltkriegs verschwand das Bernsteinzimmer auf unerklärliche Weise und hinterließ ein jahrhundertealtes Geheimnis. Das Bernsteinzimmer, das auf die Herrschaft Peters des Großen im frühen 17. Jahrhundert zurückgeht, war ein Abbild der russischen Pracht. Das Zimmer war mehr als 55 Quadratmeter groß und bestand aus fast 6 Tonnen kunstvoll verzierten Bernsteintafeln, die von Spiegeln und Blattgold getragen wurden und verströmte puren Luxus. Inmitten des Ersten Weltkriegs unternahmen russische Beamte den außergewöhnlichen Schritt, den Raum Stück für Stück zu zerlegen und zu verstecken, weil sie Angst vor einer möglichen Invasion hatten. Historischen Berichten zufolge wurden die wertvollen Paneele vorsichtig aus dem Schloss gebracht und in Containern verstaut. Das Bernsteinzimmer ging jedoch verloren, als das Schiff sank. Trotz massiver Suchaktionen und Nachforschungen internationaler und russischer Organisationen gibt es keine Beweise für den Verbleib. Nummer 7. Schliefenplan. Deutschland startete im Ersten Weltkrieg den ehrgeizigen Schliefenplan, einen militärischen Plan, um Frankreich schnell zu erobern und einen mühsamen Zweifrontenkonflikt mit Russland und Frankreich zu vermeiden. Wir werden Frankreich ganz schnell schachmatt setzen und uns dann um Russland kümmern, sagen sie beim Schachspiel. Deshalb trifft Deutschland die schlecht durchdachte Entscheidung, in ein neutrales Gebiet, Belgien, einzumarschieren, in der Hoffnung, Frankreich von hinten überraschen zu können. Aber Frankreich hatte andere Ideen. Es schlug heftig zurück und machte aus dem deutschen Plan ein ungeschicktes Fangenspiel. Der Schliefenplan war wie ein großer Roadtrip mit Panzern und Truppen. Deutschland hatte einen Plan, den es durchziehen wollte, aber es geriet an der Westfront in einen Stau. Es war, als würde man versuchen, ein Spiel zu beschleunigen und dann feststellen, dass es zu viele Hindernisse gibt. Am Ende brachte der Schliefenplan den Deutschen nicht den schnellen Sieg, den sie wollten. Es ist so, als ob man eine Überraschungsparty plant, aber einer alles verdirbt, nicht mehr so überraschend. Der Plan machte den Ersten Weltkrieg zu einem Marathon statt zu einem Sprint und Deutschland musste seine gesamte Strategie überdenken. Es stellte sich heraus, dass der Krieg nicht immer den geplanten Wünschen folgt. Nummer 6. Der verschwundene Schatz von Zar Nikolaus II. Der Sturz der russischen Monarchie im Ersten Weltkrieg ist nicht nur ein historischer Wendepunkt, sondern auch die Kulisse für ein fesselndes Geheimnis. Das Verschwinden des immensen Schatzes von Zar Nikolaus II. Als letzter Romanow-Herrscher kapitulierte Nikolaus 1917 und beendete damit eine jahrhundertelange kaiserliche Herrschaft, die eine turbulente Ära für Russland einleitete. Inmitten der politischen Umwälzung fügt der verschwundene Schatz der Geschichte eine faszinierende Ebene hinzu, die sich über Generationen angesammelt hat. Er umfasste Goldschmuck, unbezahlbare Artefakte und verschiedene Wertgegenstände, die über das riesige russische Reich verstreut waren und direkt vom Zaren kontrolliert wurden. Ein großer Teil davon verschwand nach der bolschewistischen Revolution.
Trotz zahlreicher Versuche, den Schatz im letzten Jahrhundert ausfindig zu machen, bleibt er unauffindbar und gibt Anlass zu verschiedenen Theorien über sein Schicksal. Das Fehlen dokumentarischer Beweise und der große Umfang des verschwundenen Vermögens lassen jedoch Zweifel an dieser Theorie aufkommen. Eine andere Spekulation besagt, dass die Romanows, die ihren bevorstehenden Untergang spürten, den Schatz versteckten, um ihn vor ihren Feinden zu schützen. Es gibt zahlreiche Geschichten und Legenden über geheime Verstecke der Romanows, die in ganz Russland und darüber hinaus versteckt sind. Eine noch aufsehenerregendere Theorie besagt, dass der Schatz aus Russland herausgeschmuggelt wurde und sich nun im Besitz von unbekannten Personen oder Geheimgesellschaften befindet. Nummer 5. Frauen werden bestraft und an einem Seil aufgehängt. Die Verurteilung von Frauen, die der Spionage überführt wurden, fand in den Wirren des Ersten Weltkriegs statt, einer Zeit, die vor allem für Grabenkämpfe und Konflikte bekannt war. Manchmal wurden Frauen der Spionage und der Zusammenarbeit mit dem Feind beschuldigt, sodass sie in ein Netz aus Misstrauen und Angst verstrickt wurden. Stell dir eine grausame Szene vor. Frauen, die beschuldigt werden, aber keine Beweise haben, werden stundenlang an Seilen aufgehängt. Eine grausame Zurschaustellung von Gerechtigkeit. Die Vorstellung selbst scheint nicht zu der vorherrschenden Geschichte des Konflikts zu passen. Dennoch gab es diese tragischen Vorfälle, die den Terror und die Verzweiflung in der Gesellschaft während dieser turbulenten Zeit deutlich machten. Frauen wie Elisabeth Schragmüller, Luise Marie Jeanne und Martha Hari waren unglückliche Ziele für Vergeltungsmaßnahmen, denn die Vorstellung, dass sie in Spionage verwickelt sein könnten, schürte sowohl Angst als auch Intrigen. Der Anblick von Frauen, die an einem Seil hingen, war nicht nur eine Art Strafe, sondern drückte auch ein allgemeines Gefühl des Unbehagens und den Wunsch nach Rache aus. Nummer 4. Der ungeklärte Tod von Lord Kitchener. Während des Ersten Weltkriegs nahm Lord Horatio Herbert Kitchener, eine Schlüsselfigur der britischen Militärgeschichte, ein tragisches Ende und fügte der Geschichte des Krieges eine mysteriöse Wendung hinzu. Am 5. Juni 1916 traf das Schiff auf der Reise nach Russland an Bord der HMS Hampshire in der Nähe der Oranje-Inseln auf eine Mine und sank, wobei über 600 Menschen ums Leben kamen, darunter auch Kitchener. Seine Leiche wurde nie gefunden, was Theorien darüber aufkommen ließ, was wirklich passiert war. Einige glaubten, er sei ertrunken oder bei der Explosion ums Leben gekommen, während andere spekulierten, er könnte von den Deutschen gefangen genommen oder getötet worden sein. Einige vermuteten sogar, dass er aufgrund seiner wichtigen Rolle im Krieg ermordet wurde. Trotz aller Nachforschungen bleibt die Wahrheit über Kitcheners Tod ein Rätsel und wir fragen uns, was er in den Tiefen der Nordsee verloren hat. Nummer 3. Das Rätsel von Raum 40. Während des Ersten Weltkriegs spielten Verschlüsselung und verdeckte Kommunikation eine entscheidende Rolle. In dieser geheimen Welt entpuppte sich Raum 40 als ein faszinierendes Rätsel. In Raum 40, der Verschlüsselungsabteilung des britischen Admirals unterstellt war, arbeitete ein hochkarätiges Team ununterbrochen an der Entschlüsselung der abgefangenen deutschen Nachrichten. Ihre Bemühungen trugen entscheidend dazu bei, dass die Alliierten eine Reihe bemerkenswerter Siege erringen konnten. Trotz ihres bedeutenden Beitrags sind die Operationen von Raum 40 immer noch sehr geheimnisvoll. Eine bemerkenswerte Aktivität, die 1917 in Raum 40 stattfand, war das Abfangen mehrerer verschlüsselter Nachrichten. Im Gegensatz zu früheren Mitteilungen blieben diese mehr als ein Jahrhundert lang unerkannt und unübersetzt. Über die Bedeutung des Inhalts wird weiter spekuliert. Einige vermuten, dass sie wichtige Informationen enthielten, die den Verlauf des Krieges verändern konnten, während andere behaupten, dass sie als absichtliche Ablenkung durch die Deutschen dienten. Die abrupte Auflösung von Raum 40 nach dem Ersten Weltkrieg trägt zu den Intrigen bei. Denn durch den Verlust der Dokumente bleiben viele Aspekte der Aktivitäten im Dunkeln. Nummer 2. Der rätselhafte Fall
Rudolf Hess. Obwohl er eher mit dem Zweiten Weltkrieg in Verbindung gebracht wird, diente Rudolf Hess während des Ersten Weltkriegs in der deutschen Armee. Seine Taten, insbesondere sein plötzlicher Abzug von der Westfront im Jahr 1917, haben anhaltende Gerüchte genährt. Rudolf Hess war eine mächtige Figur in Nazi-Deutschland, Hitlers rechte Hand. Doch 1941 verwandelt er sich plötzlich in einen Geheimagenten und fliegt nach Schottland. Einige nahmen an, dass er Friedensgespräche mit den Briten führen wollte, während andere meinten, vielleicht ist er einfach verrückt. Es ähnelte einem echten Spionagefilm. Der Clou ist, dass Hitler und die deutsche Regierung gleichermaßen verwirrt waren. Rudolf ist abtrünnig geworden. Wir haben ihn nicht geschickt, erklärten sie. Es war wie bei einem Rätselspiel, nur dass niemand richtig raten konnte. Die Briten fingen Rudolf und dachten, sie hätten den Jackpot geknackt. Aber dann merkten sie, dieser Typ ist eher eine tickende Zeitbombe als ein Superhirn. Wahrscheinlich waren sie enttäuscht, weil sie einen genialen Plan oder so etwas erwartet hatten. Am Ende verbrachte Rudolf den Rest des Krieges im Gefängnis. Und niemand hat je wirklich gewusst, warum er diese verrückte Aktion durchgeführt hat. Manche sagen, er wollte Frieden stiften. Andere meinen, er war einfach nur verrückt. Nummer 1. Spanische Flucht. Während des Ersten Weltkriegs tauchte die spanische Grippe auf und sorgte für jede Menge Ärger. Sie stammte nicht aus Spanien, aber sie erhielt diesen Namen, weil Spanien eines der ersten Länder war, das offen darüber sprach. Die spanische Grippe war wie ein Ninja-Virus, der sich superschnell ausbreitete und dem es egal war, wer du warst. Die Soldaten auf den Schlachtfeldern und die Menschen zu Hause wurden alle krank. Die Leute fühlten sich richtig krank, hatten Fieber und Schmerzen, die dich umhauen konnten. Das Schlimmste war, dass es den Menschen nicht nur schlecht ging, sondern viele daran starben. Die spanische Grippe verschlimmerte die Situation während des Krieges. Die Soldaten hatten schon mit den Kämpfen und den harten Bedingungen zu kämpfen und jetzt mussten sie sich auch noch Sorgen machen, krank zu werden. Das war wie ein doppelter Schlag ins Gesicht. Nach dem Krieg hatten die Menschen immer noch mit den Nachwirkungen der spanischen Grippe zu kämpfen. Millionen und Abermillionen von Menschen auf der ganzen Welt waren erkrankt und viele von ihnen haben es nicht überlebt. Es war eine harte Zeit. Und die spanische Grippe hat große Spuren in der Geschichte hinterlassen. Was denkst du über diese Fakten über den Ersten Weltkrieg? Hat dich eine davon schockiert? Teile deine Erkenntnisse in den Kommentaren unten mit. Vielen Dank fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Video wieder.